Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereo Trader Helpdesk mit Timo Kosiol. Es ist wieder soweit und ich freue mich natürlich, dass Sie live dabei sind und natürlich, dass Timo auch hier für uns zur Verfügung steht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie dann von FX Flat. Wir schauen zunächst auf den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, auch wenn es heute weniger um das Trading an sich geht und irgendwelche Setups, müssen Sie natürlich Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event in keinster Weise als Empfehlung entsprechend wahrnehmen. Ja, während ich jetzt gleich hier den Bildschirm übertrage, will natürlich noch mal einmal gesagt sein, dieses Webinar ist ja wirklich, alle Webinare sind ja für Sie gedacht, aber dieses hier insbesondere. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen zum Stereo Trader, wenn Sie Probleme haben. Also nutzen Sie die Chat-Funktion rechts in dem Panel. Dafür steht hier auch Timo zur Verfügung. Und ja, wir machen natürlich so lange, bis wir Fragen haben. Und wenn wir keine Fragen haben und nicht so rausschaue, dann werden wir natürlich auch noch den schönen Abend genießen. Aber wie gesagt, posten Sie, schreiben Sie Ihre Fragen hier rein. Vielleicht hat der Timo auch das eine oder andere Thema, was neu ist, dabei. Ansonsten warten wir jetzt natürlich ein paar Minuten und ich gebe erstmal das Wort an Timo. Ja, moin moin auch von meiner Seite. Denn Nelson hat ja schon so gut wie alles gesagt. Ne? Also ich bin jetzt für euch da, dass ich eure Fragen beantworte rund um den Stereo Trader. Wenn ihr was habt, schreibt in den Chat. Ansonsten, ich habe auch eine Frage heute per E-Mail bekommen, die kann ich ja direkt beantworten, geht auch ganz fix. Und zwar war die Frage MT5 und Backtesting mit dem Stereo Trader. Wie geht das? Geht das überhaupt? Da gibt es eine schnelle, kurze Antwort. Geht nicht. Das hängt weniger mit dem Stereo Trader zusammen als mit dem Design des Testers im MT5. Also da gibt es keine Möglichkeit, derzeit wirklich Stereo Trader mit gegebenenfalls noch Indikatoren gleichzeitig zu testen, backzutesten, geht nicht. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt weiterhin den MT4 nutzen. MT4 fürs Backtesting, das funktioniert ja, funktioniert auch schon seit Beginn an. Von daher, wenn ihr Strategien backtesten wollt, dann nutzt den MT4. Wie gesagt, im MT5 gibt es derzeit keine wirkliche Möglichkeit dafür. So, könnt ihr mal kurz auf Neuerungen, Änderungen mit dem neuen Update des ST eingehen? Ich gehe mal hier auf den Chart. So. Es gibt eigentlich nicht so wirklich viele Neuerungen. Also wir haben ja jetzt aktuell, ich glaube, das ist die, was haben wir hier, die 63. Es gibt gar keine großen Funktionsupdates jetzt in den letzten Versionen, sondern es wurden irgendwie so Detailverbesserungen unter der Haube gemacht, die ich jetzt aber ad hoc auch nicht genau aus dem Kopf weiß, aber jetzt so das große neue Feature gab es jetzt in den letzten, ja, sage ich mal, Updates seit der 260 oder so oder 250, 2550 gab es da eigentlich nicht, sondern wie gesagt, es waren so Kleinigkeiten, Detailverbesserungen, die ich jetzt aber nicht wirklich im Kopf habe. So, wie geht das mit dem Auto-Trading? Wo finde ich eine Anleitung? Kann ich einen eigenen EA verwenden? Also, Auto-Trading ist ja das Ding hier wahrscheinlich, ne? Das erstmal die erste Frage. Meinst du mit Auto-Trading das Ding hier, Michael? Wenn ja, dann schreib mal kurz rein, damit ich jetzt hier nicht irgendwie was erkläre, was du gar nicht meinst. Ja, okay. Also, Auto-Trading funktioniert mit selbstgebauten ja, SEAs. Also man kann ja für den Stereo-Trader entsprechend sich eigene Indikatoren, nenne ich das mal, in der Stereo-Trader-Welt wird das SEAs genannt, programmieren, bauen. Ich habe ja da auch einige gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier folgendes, nehmen wir mal hier Ghost zum Beispiel,
dann taucht das halt hier unten in dieser Leiste auf und damit kann man dann die selbstgebauten Sachen ja, steuern, ob halt entsprechend Long, Short getradet werden soll. Dieses Auto-Trading ist quasi die Schnittstelle zu den selbstgebauten Sachen, die ja, automatisiertes Handeln ermöglichen. Du schreibst ja oder fragst ja, kann ich einen eigenen EA verwenden? Ja, kannst du natürlich machen, beziehungsweise du musst den halt selber programmieren. Also es gibt ja diverse EAs jetzt da draußen im MQL-Markt und so weiter. Die kannst du hier aber nicht mit dem Auto-Trading vom SEA-Trader verbinden, sondern du musst quasi explizit für den SEA-Trader dir da etwas selber bauen, basteln, programmieren. Und dann kann das hier in dieses Auto-Trading-Panel angedockt werden, beziehungsweise dockt sich da automatisch an. Und letztendlich die Funktionsweise ist so, dass der SEA, also das Ding, was man ja hier unten sieht, ne, das ist jetzt das von mir erstellte Programm, Indikator. Und der gibt dann die Befehle über diese Auto-Trading-Schnittstelle an den SEA-Trader weiter und der SEA-Trader führt das dann entsprechend aus. So ist die Funktionsweise vom Auto-Trading. So, ich muss das hier gerade mal ein bisschen größer ziehen, damit ich die Fragen auch ein bisschen besser lesen kann. So, der Reinhard schreibt, Servus Timo, wird EasyCopy noch geupdatet von dir? Letzte Updates, die ich sehe, sind vom Mai 2024. Ja, es wird auch noch geupdatet, aber vielleicht hast du ja schon gesehen, es gibt von mir auch, vielleicht kann ich das, ist eine ganz, ganz gute Frage und eine ganz gute Stelle, wo ich das vielleicht mal kurz anreißen kann. Und zwar, es gibt ja, der eine oder andere kennt das von mir, diese GP3-Strategie. Ich werfe das mal kurz aus den Chart und hole mir hier mal GP3 auf den Chart. So, warum erzähle ich das? Warum sage ich das in Verbindung mit EasyCopy? Ganz einfach deshalb, weil meine Analysen, die ich so ja, gemacht habe und mache, die mache ich ja nach einem bestimmten Muster, ne? Die mache ich nach einem bestimmten Muster und nach einem bestimmten Ansatz. Und ich habe jetzt in GP3 versucht, diesen Ansatz zu automatisieren. Hab mir da auch, es ist mittlerweile auch möglich, dank KI so bestimmte Sachen zu machen, die vorher nicht so einfach gingen. Da habe ich mir dementsprechend auch Unterstützung durch KI geholt, um in GP3 jetzt in der neuen Version, Version 3.0, die jetzt in Kürze rauskommt, diese Linien beziehungsweise diese Bereiche automatisiert darzustellen, beziehungsweise dass im Chart dann diese Bereiche automatisch eingezeichnet werden, ohne dass ich oder dass ihr jetzt selbst diese Analyse machen müsst. So, ich befinde mich hier gerade auf meinem Entwicklungsrechner. Ich sehe jetzt gerade, ne, dass die GP3 V3 jetzt hier nicht startet. Ich weiß auch, glaube ich, warum. Ich müsste hier ganz kurz was umswitchen, damit ich euch das präsentieren kann. Ich überlege gerade, ob das jetzt Sinn macht, das jetzt hier zu machen oder nicht. Ja, komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Die nehmen wir uns jetzt. Ich mache das kurz und bin in 20 Sekunden wieder am Start. Sehr gut, wir zählen runter und Verdammt, jetzt bin ich unter Druck. Jetzt bin ich unter Druck. und in der Zwischenzeit ist aber gar nicht so schlecht, den Teilnehmern nochmal auch die Möglichkeit zu geben, hier die Fragen reinzustellen. Ich sehe, dass der Roland jetzt auch eine Frage reingestellt hat. Also nutzen Sie die Möglichkeit. Und ja, damit wir auch entsprechend viele Themen hier abarbeiten können. So, wie viele Sekunden waren es? Hast du mitgezählt? Genau 20, so dass ich fertig war. So, genau. Also ich mache das hier mal weg. Zack.
So, was ich jetzt zeigen wollte, war und zwar eine neue Funktion, die jetzt in der neuen GP3 Version 3 kommt, sind halt diese Support- und Resistance-Bereiche. Wenn ich die halt einschalte, dann werden mir hier solche Sachen in den Markt gelegt, gezeichnet, wo Unterstützung und Widerstände sind. Wie gesagt, das ist so ein Stück weit der Algorithmus, wo ich meine Analysen mitmache, beziehungsweise meine Marktsicht, meine Marktideen habe ich in diesen Algorithmus gegossen, beziehungsweise dass das automatisch von dem Programm erkannt wird, aufbereitet wird und entsprechend in den Chart gezeichnet wird. Das macht jetzt das, um jetzt auf die Frage von Reinhard nochmal zurückzukommen, dieses Easy Copy nicht komplett obsolet, aber ein Stück weit vereinfacht das einfach mir die Arbeit, am Ende auch euch die Arbeit, weil ihr nicht Easy Copy permanent gucken müsst, ob neue Analysen da sind. Weil die Analysen, die jetzt hier von GP3 erstellt werden, weil die halt ja aktuell sind, ne? Also sobald sich eine neue Marktsituation ergibt, werden die Sachen halt automatisch analysiert und eingezeichnet. Wir sind jetzt hier im H1 und das geht und gilt natürlich für alle Timeframes. Das heißt, da wird jeder Timeframe separat analysiert und dann entsprechende Supports und Widerstände eingezeichnet. Wenn wir jetzt hier auf den Daily mal gucken, was sieht man im Daily? So, da sieht man halt auch hier die Supports und Widerstände. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel in M15 bewege, ich möchte aber, ne, dass mir da die Bereiche vom H1 angezeigt werden, ihr kennt das, dann kann man hier im GP3 das ganz einfach switchen und hier auf H1 stellen und dann werden mir die Bereiche vom H1 angezeigt. So, das war nur ganz kurz auf die Frage beantwortet, warum wurde da in letzter Zeit bei Easy Copy nicht wirklich was geupdatet? Die Update-Analysen, die kommen auf jeden Fall auch wieder häufiger, aber ein Stück weit habt ihr die Analysen jetzt mit GP3 V3, die jetzt demnächst auf den Markt kommt, aber oder rauskommt. Aber da gibt es noch jede Menge Videos, das wird immer alles ganz genau erklärt, aber da könnt ihr euch schon mal, ne, könnt ihr schon mal im Hinterkopf behalten, da kommt auf jeden Fall was. So, dann vom Roland. Hallo, ich habe regelmäßig Probleme, gezeichnete Objekte im Chart nach einiger Zeit zu verschieben. Ist das als Bug bekannt? Eine Abhilfe ist derzeit in der Chart, User Custom. Also, ich gehe mal davon aus, dass du meinst jetzt, wenn du jetzt hier zum Beispiel eine horizontale Linie zeichnest, ne, dann hast du ja hier, kannst du ja verschieben. Beziehungsweise mit Doppelklick kann man die Linie markieren und verschieben und irgendwann funktioniert dieser Doppelklick nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr, genau, erst, genau, Roland schreibt dann nochmal, es ist nicht selektiver. Ja, das ist richtig, dass das so ist. Ich würde es jetzt nicht als Bug bezeichnen, das hat andere Gründe, aber was man machen kann, ich glaube, das ist auch schon das, was du meintest, Chart User Custom Objects hier unter User. Gibt es ja hier On-Off, diesen Knopf. Und wenn du die Steuerungstaste gedrückt hältst, oder war es die Shift-Taste? Genau, die Shift-Taste war es, also die Taste mit dem Pfeil mit dem Pfeil nach oben auf der Tastatur. Wenn du die gedrückt hast und dann auf diesen Knopf hier On klickst, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es jetzt hier auf Englisch gestellt, ich glaube aber im Deutschen, also wenn der Stereo-Trailer hier auf Deutsch gestellt ist, heißt es trotzdem On oder heißt es An? Weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du das, Nelson, ob dann hier ansteht bei dem Knopf oder steht da auch on? Tatsächlich habe ich hier einen neuen Rechner und es ist jetzt hier nicht drauf, aber ich kann mal schnell gucken. Einen Moment. Gebe Ja, dann gleich die also, Antwort. Ist jetzt auch nicht ja, so okay. wichtig, aber ich Nee, gebe genau, ist gleich nicht was. so wichtig, habe ich mir gerade gefragt. Also, komm, ich stelle das jetzt hier auch auf Deutsch um. Was soll denn das? Das geht ja viel schneller. Wo ist denn Englisch? Deutsch. So. Zack. Naja, steht ein. Ha, okay. Also, unter Chart Benutzer, ne, gibst du diesen Knopf ein und wenn du da oder wenn ihr da die Shift-Taste drückt und gedrückt haltet und da drauf klickt, dann werden die entsprechend hier ne, alle wieder selektiert und dann könnt ihr die Objekte auch ganz normal verschieben.
Das ist so the way to go. Alright. Okay. Schießt los, wenn ihr weitere Fragen habt. Also das war jetzt die letzte, die ich jetzt hier, glaube ich, in der Liste gesehen habe. Es sei denn, ich habe jetzt hier irgendwas übersprungen. Nein, bis jetzt alles beantwortet. Wir warten wie immer noch 1, 2 Minuten. Vielleicht ist jemand dabei, gerade was einzutippen. Ja, wie gesagt, Feuer frei, ich bin da, wenn ihr noch was wissen wollt. Ansonsten, wir als Entwickler, wir finden das ja immer gut, wenn wenig Fragen kommen. Ne? Also ganz einfach, weil zum einen heißt das, es gibt wenig Probleme, weil wenn es viel Probleme gibt, dann haben Leute viel Fragen. Und zum anderen bedeutet das, dass vieles klar ist oder umgekehrt gesagt, es ist nichts unklar. Ne? Und das ist für uns als Entwickler immer ganz gut. Da weiß man, okay, das Ding läuft und das Ding ist verständlich. So, das ist immer ein ganz gutes Zeichen eigentlich. So. Wie kann ich GP3 öffnen? Also GP3 ist, wie gesagt, das ein Tool von mir und installieren könnt ihr das, wenn ihr den Installationsmanager von dem Xero-Trader öffnet, dann hier auf entsprechend weiterklickt, Lizenzvereinbarung akzeptiert und das hier unten MT Tools Collection, das sind alles meine Programme, die ich entwickelt habe und wenn ihr das installiert, dann habt ihr einen Ordner, der heißt Timo Kosiel, den findet ihr im Navigator unter Indikatoren. Indikatoren, dann StereoTrader und dann gibt es hier, wie gesagt, einen Ordner. Also bei mir gibt es ja ganz viele. Wie gesagt, ist jetzt hier mein Entwicklungsrechner. Dann gibt es hier einen Ordner Timo Kosiel und dann findet ihr hier das Tool GP3. So, der Roland nochmal. Was man noch ändern könnte, dass man nach Neustart nicht pro Chart die AGB bestätigen müsste. Ja, weiß ich nicht, ob das gegebenenfalls irgendeinen rechtlichen Hintergrund nochmal hat, dass man jeden Chart nochmal explizit bestätigen muss. Weiß ich jetzt nicht, ob das gegebenenfalls ne, so sein muss. Kann ich mal mit Dirk drüber quatschen, aber der hat sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht, dass jeder Chart da explizit nochmal bestätigt werden muss. Auf der anderen Seite, was mir gerade einfällt, gucken wir mal in die Einstellungen. Ach so, na, ich bin hier auf dem Demokonto, ich kann es gar nicht sehen. Aber ich meine, dass es auf dem Live-Konto, zumindest gab es das früher mal hier auch so in den Einstellungen so ein Häkchen gab, wo man diesen AGB quasi Bestätigungsknopf ausschalten konnte. Aber ich sehe es jetzt hier nicht, ob es dieses Feld, ob es diese Option noch gibt, weil ich hier auf dem Demo-Konto unterwegs bin und nicht auf dem Live-Konto und deshalb erscheint das hier natürlich nicht. Aber schaut mal hier unter Basis, da war das nämlich hier in den Einstellungsdialog, ob es da nicht dieses Häkchen gibt, nicht jedes Mal AGBs bestätigen oder irgendwie so ähnlich. Ah ja, der Reinhard schreibt, ja, gibt es noch Disable Disclaimer, heißt das, genau. Wenn er das quasi einschaltet, beziehungsweise wenn das gesetzt oder nicht gesetzt ist, dann kommt diese AGB-Bestätigung nicht mehr. So, wo finde ich eine kurze Einführung zum StereoTrader? Natürlich beim YouTube-Kanal von FX Flat. Oder Nelson? Oh, reichlich. Also da haben wir das Thema StereoTrader wirklich mehrmals von A bis Z behandelt. Genau. Also einfach mal in den Kanal, auf den Kanal oder auf die Webseite von FX Flat schauen. Da findest du definitiv jede Menge Material, wo du dich eingucken, einarbeiten kannst. Also da gibt es wirklich sehr viel Material.
So, Reinhard schreibt, okay, verstehe, das heißt, EasyCopy brauche ich nicht mehr im Chart, sondern die GP3 V3. Ja, Reinhard, warte erstmal bis GP3 wirklich draußen ist, bis ich da alles, bis die Videos online sind, wo ich alles erkläre, wie das funktioniert und so. Wie gesagt, das wird nicht 100%, ne, identisch sein, GP3, diese Support- und Resistance-Sachen und die Easy-Copy-Analyse, weil die Easy-Copy-Analyse, das kennst du ja wahrscheinlich, die war bei mir immer so im größeren Timeframe. Die habe ich meistens so, ne, auf Tagesbasis gemacht. Die GP3-Sachen, die werden, man sieht es ja auch, ist ja sowohl für den ganz kleinen Timeframe von M1 bis D1 verfügbar. Von daher, man kann es nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Was ich nur sagen wollte, ist, dass die Art und Weise, wie ich die Analyse mache, habe ich quasi, ne, in einen Algorithmus gegossen, der jetzt in GP3 drin ist. So. Ja, also hier kommt eine Frage, das ist wahrscheinlich eher eine Frage für den Nelson. Die FX-Flat historischen Daten gehen nicht sehr weit zurück, zum Beispiel Gold bis 01/2018. Kann man da etwas machen? Also wir haben entsprechend für jedes Timeframe eine bestimmte Range an historischen Daten, die vom Server abgerufen werden können. Und ansonsten gibt es natürlich Möglichkeit, externe Daten noch zusätzlich hinzuzufügen. Aber da haben wir keinen Partner, den wir jetzt irgendwie nennen können. Muss man entsprechend selber einen herausfinden und die Daten aufbereiten. Genau, es gibt so externe Datenanbieter, wo man sich die Daten herunterladen kann, beziehungsweise käuflich erwerben kann. Müsst ihr mal irgendwie googeln. Da findet man auf jeden Fall Anbieter, aber ja, ob es das wert ist, beziehungsweise ich glaube, das ist nämlich relativ teuer sogar, sich da die historischen Daten von den letzten 20 Jahren runterzuziehen. Müsst ihr letztendlich wissen. So, der Horst im Terminal History. Heute werden morgens beim ersten Mal die Trades von gestern mit angezeigt, nach dem Wechsel des Zeitraums auf die letzten 3 Tage und wieder zurück. Auf heute sind die Anzeigen der Historie von heute korrekt. Ist sicher aber kein ST-Problem, sondern ein MT5-Problem. So, das muss ich jetzt nochmal lesen. Im Terminal History heute werden morgens beim ersten Mal die Trades von gestern mit angezeigt. Also, damit wir uns richtig verstehen, wir reden hier von diesem Terminal, richtig? So, von dem Ding reden wir hier. Und dann morgens beim ersten Mal die Trades von gestern mit angezeigt, nach dem Wechsel des Zeitraums. Auf letzten 3 Tage. Ach so, du hast dann hier eingestellt, so von wegen eine Zeitperiode, und dann hast du ausgewählt Last 3 Days, und dann wurden quasi die letzten 3 Tage angezeigt, und dann bist du wieder auf Today gegangen und dann oder auf heute, und dann wurden nur die Trades von heute angezeigt. Ja, also das hat mit dem SEA-Trader quasi 0,0 zu tun. Das ist dann wirklich irgendwas vom MetaTrader. Ist mir jetzt aber so auch noch nichts bekannt. Ne? Aber das hat, wie gesagt, wirklich überhaupt gar nichts mit dem SEA-Trader zu tun. Ja, und kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich mehr zu sagen, außer dass nichts mit dem ST zu tun hat und es mir auch irgendwie nicht bekannt ist. Ja. Alright. Weitere Fragen?
Hast du noch irgendwas, was du aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Ich hätte so einiges, aber mache ich vielleicht später irgendwann. Ja, genau. Punkt. So, jeder ist jetzt neugierig, sehr gut. Roland ist aktuell so, das stimmt. Ansonsten weitere Fragen zum Stereo Trader. Webinar heißt ja auch Stereo Trader Helpdesk. Und alle Fragen darüber hinaus können natürlich auch in unserem Support gestellt werden. Dem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Ich glaube, keiner wird jetzt eine Frage stellen und eher darauf warten, dass du jetzt loslegst mit den Neuigkeiten. Ja, nee, 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 nee. Joa, dann Würde sagen, muss der wir Nels warten jetzt noch. Gedicht erzählen. Ja, da bin ich nicht so gut drin. Ich würde sagen, wir warten aber jetzt noch 1, 2 Minuten und wenn tatsächlich nichts kommt, dann würden wir das Webinar an der Stelle beenden. So, kommt noch einer. Beim US-30 ist der Abstand Chart zum Kasten rechts. Abstand Chart zum Kasten rechts. Also mit Kasten rechts meinst du jetzt den Sale Trader? Kürzer als zum Beispiel beim DAX. Okay. Also prinzipiell, man kann das ein bisschen schwer erkennen, aber prinzipiell gibt es ja hier so ein ganz kleines Dreieck. Ich weiß nicht, ob ihr das hier, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt hier in der Übertragung gar nicht sehen. Das ist ein ganz, 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 ganz kleines Dreieck, was so nach unten zeigt, wo jetzt hier der Pfeil ist. So, und prinzipiell kann ich das halt nehmen, draufklicken mit der Maus und kann verschieben. Und dann quasi bewegt sich der Chart nach links oder nach rechts, beziehungsweise damit kann ich den Abstand hier vom Chart ja, definieren, beziehungsweise nicht den Abstand vom Chart, sondern der Kerzenabstand vom Stereo Trader. So, ne, das kann ich damit entsprechend einstellen. Ja. Und wenn das halt, wenn der Abstand dir zu groß ist, dann machst du ihn halt kleiner und ziehst du das Ganze quasi näher an das Stereo-Turner-Panel ran. Und dann ist der Abstand hier entsprechend kleiner. Okay, gefunden, danke, super. Scheint die Lösung gewesen zu sein. Sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, dass wir tatsächlich jetzt, wenn jetzt nicht noch eine Frage reinkommt, um 9:30 dann das Ganze beenden und wie immer, aber wenn im Nachgang noch Fragen sind, dann gerne an uns weiterleiten beziehungsweise unseren Support kontaktieren und wir versuchen zunächst selber die Frage zu beantworten, aber wenn es über unserem Know-how hinausgeht, dann werden wir natürlich auch Timo und gegebenenfalls auch Dirk dazu holen und versuchen dann die Fragen zu beantworten. Gut. Genau, so machen wir es. Gut, ja, dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu für heute. Ne? Also, wenn es für dich okay ist, Nelson, dann würde ich schon mal meine Abschiedslaudatio halten. Okay, also schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, beziehungsweise die Fragen, die hier aufgetaucht sind, die konnte ich ja, glaube ich, ganz gut beantworten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Falls ihr tradet, gute Trades und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder.
Und danke an dich, Nelson, und dir natürlich auch noch eine schöne Woche, einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao. Super, vielen Dank, Timo. Dankeschön für das Webinar heute. Vielen Dank auch an alle Teilnehmer fürs Dabeisein und für die Fragen, das aktive Mitmachen. Ihnen und dir, Timo, natürlich auch einen schönen Abend. Viel Erfolg diese Woche, gute Trades und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.